schwanger, wegen Versuch, Baby zu machen. Bei diesem Sim ist es fast soweit. Er ist mehr als bereit, dieses Kind zu bekommen. Okay. Okay, ich glaube, sie verliert irgendwann die Konzentration und möchte dann einfach irgendeinen Blödsinn machen. Das ist okay. Ich meine, sie war ja schon sehr fleißig, ne? Haben wir auch irgendein Buch für die... Ich mache es immer wieder. Haben wir auch irgendein Buch für die Schreibfähigkeit gehabt? Geschicklichkeit Band 1, Gourmet, Gärtnern, Kochen haben wir nicht. Dann gehst du mal bitte schreiben, schreiben üben. Oh, jetzt ist die Energie geladen, weil schnelles Internet. Ja. Okay, ich lasse sie gleich aufs Klo gehen. Jetzt zum Beispiel wäre eine gute, gute Zeit, sie einfach mal aufs Klo gehen zu lassen. Glücklich plus eins, ja. Okay. Dann lassen wir es. Ho! Oh, was? Oh mein Gott. 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 Was passiert gerade? Ab ins Krankenhaus. Wir kriegen unser Baby. Ja, ich will das sehen. Kann ich nicht. Ich höre sie irgendwie, aber... Oh mein Gott, wir kriegen ein Baby. Oh, es ist ein Mädchen! Okay, wir haben unsere erste Tochter. Ihr habt eine App. Oh, das ist jetzt kacke. Ich kann ja gar nicht... Er hatte sowieso keinen richtigen Namen. Also sie heißt... ich gebe hier jetzt in meine App den Namen der Eltern ein und Amanda. Okay, wir nennen sie Amanda. Das ist der einzige Name, den ich nicht scheiße fand. Oh, wir haben ein Baby. Das ist da aufgeploppt ganz plötzlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben ein Baby. Oh. Oh, seht es euch an, es ist nicht süß. Ich kann leider die Position der Kamera nicht ändern. Ja. Oh. Okay. Kann ich dieses Ding verschieben vielleicht? Das ist... Wie dreht man das denn? Oh, ich dachte gerade, ich habe das Baby gelöscht. Was mache ich hier? Nee, wie dreht man das? Das ist alles anders. Ich weiß nicht, wie man das dreht. Oh mein Gott. Hä, das hat aber nur einmal funktioniert. Okay, dann muss ich erstmal noch mit klarkommen. Yay. Na gut. Unser erstes Baby ist da. Yay. Das ist Baby Nummer 1 aus der 100 Baby Challenge. Unsere erste kleine Tochter. Yay. Okay, das ist voll nett. Hast du irgendwelche Schmerzen gerade oder so? Baby, geht's dir gut? Oh, komm, wir liebkosen unser Baby mal. Einfach, weil wir es können. Soll das Baby schreien? Ah, jetzt schreit es. Und dann würde ich sagen, füttern. Oh, das ist so süß. Oh, ist das süß. Oh, der kleine Elefant. Yes, an orb. Oh, you're too fab. Okay, füttern wäre nett. Oh. Okay.
Schaukeln, Kindersitter-Service engagieren dürfen wir nicht. Es ist gegen die Regeln, wir müssen uns selber um. Komm, danach wechseln wir mal die Windeln und dann sollte es unserem kleinen Racker eigentlich relativ ganz gut gehen. Oh, wir haben unser erstes Baby. Das ist so süß. Wer bist du? Naja, ich muss mich ja zwischendurch hin und wieder mal ein bisschen umschauen nach neuen potenziellen Baby-Daddies. Kannst du mir jetzt mal sagen, wer du bist? Nee, kann er nicht. Na toll, dann nicht. Wir werden uns wieder treffen. Okay, Baby geht's gut und schläft. Du gehst jetzt nicht zum Fernseher. Was du aber mal machen kannst, ist... Das war's nicht, das war's. Hey. Komm mal rüber, Mann. Komm mal rüber, Mann. Schau dir mein Baby an. Shabini. Hey. Arvini. Oh. Okay, er ist gleich da. Er ist gleich da. Oh, ich finde das schön, dass du weiterlesen möchtest. Und nochmal lesen möchtest. Das finde ich wunderbar. Aber. Wir haben Besuch. So. Du, mein Freund, bist jetzt dran. Ina. Bewunderung ausdrücken. Doba Harfin. Alter, jetzt geht's hier los. Flirten. Wieso weint das Baby jetzt schon wieder? Anmachspruch. Baby, warum weinst du? Oh. Okay. Ja, wir kommen gleich. Gott, du Rabenmutter. Okay, wir sind kokett. Geh dein Baby Windel wechseln. Okay, wir bitten ihn gleich mal unser Freund zu sein. Dann gehen wir. Dann haben wir nämlich das schon mal erfüllt. Dann gehen wir das nächste Baby machen und dann keine Ahnung. Wimper. Okay, das hat funktioniert. Sick of Fuß. Ist eben der Freund geworden, das ist wunderbar. Techte Mächte geht. Baby machen geht auch. Okay, auf in Runde 2. Okay. Während das Baby da schläft, gehen wir jetzt erstmal. Oh, schläft dich mal. Okay, während das Baby da so rumliegt, darf es jetzt. Oh, die Frisur ist aber nicht so geil. Das ist egal, daran wird sich Amanda niemals erinnern, deswegen alles gut. Wir wollen ja ein kleines Geschwisterchen. Und wir brauchen noch 2 Dates. 2 Dates, ja. Baby geht's gut, meine Katze hat gerade den Hintergrund genießt. Warum auch nicht? Okay, 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 okay. Und Schwangerschaftstest machen. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir sind wieder schwanger. Nee, können wir jetzt... Gewonnen wir nicht? Gemein. Sich trennen. Tut mir leid, ich bin zwar schwanger, aber jetzt brauche ich dich halt nicht mehr. Okay, jetzt ist er sauer. Er möchte jetzt auch nicht mehr küssen. Charlotte hat die Beziehung zu Kevin beendet. Das ist okay. Wir sind energiegeladen und schwanger. Und er plündert erstmal unseren Kühlschrank. Okay, oder er macht erstmal sauber. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben ein bisschen Hunger. Öffnen. Okay, wir sollten vielleicht mal was kochen. Abendessen servieren. Komm, wir machen Gartensalat. Wie machen wir den Schluss? Oh.
Was bedeutet das Rote jetzt? Hasst er uns jetzt oder so? Was ist das denn? Ich würde halt gerne wissen, was das Rote halt heißt. Ist er jetzt erstmal. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Also, es kann nichts Gutes sein. Es ist so rot. Er ist halt immer noch da und es ist halt, wir sind halt immer noch Freunde irgendwie. Aber. Tja. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Okay, sie ist jetzt sehr glücklich. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Tja, am gleichen Tag, an einem Tag haben wir ein Baby gekriegt, sind eine Beziehung eingegangen, haben ein neues Baby gemacht und haben uns getrennt. Also man kann sagen, was man will, wir sind sehr beschäftigte Leute. Okay, wir müssen auf 2 Verabredungen gehen, das bekommen wir schon hin. Oh, sofortiger Spaß, okay. Blitzpuder, Sportskanone, stets willkommen, Stimme, wachsam, Mentorin, Nachteule, ich will mal ganz kurz gucken, fruchtbar. Fruchtbare Sims haben es leichter, wenn sie ein Baby machen wollen und eine größere Chance auf Zwillinge oder Drillinge. Also darauf arbeite ich hin, ne? Das heißt, wir brauchen 3000 von diesen Belohnungspunkten. Braucht niemanden, für immer frisch, immer satt. 3000, ja, dann müssen wir halt ein bisschen sehr hart daran arbeiten. Baby geht soweit gut. Ist ein sehr aktives Baby. Oh, es ist ein sehr glückliches Baby. Ich bin mal sehr gespannt darauf, wenn es groß wird. Okay, wir haben die Schreibfähigkeit 4 erreicht. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht tatsächlich mal sagen, du hörst auf, Schreiben zu üben. Und schreibst vielleicht mal. Oh. Eine Liebesmail schreiben. Schreibst vielleicht tatsächlich mal ein Genrebuch, ein Trainingsbuch, Kinder, Poesie, Kurzgeschichte. Wir schreiben mal eine Kurzgeschichte. Wir sind trotzdem noch energiegeladen. Und fang mal an, ein bisschen Geld zu verdienen, würde ich sagen. Große Geschichten für kleine Erwachsene. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ich belasse es erstmal dabei. Ich spare mir die Namen für die Genrebücher nachher auf. Denn ich bin mir sicher, mir werden sehr viele Sachen einfallen, auf jeden Fall, weil ich super kreativ bin. Das war ein Witz. Nicht ernst nehmen. Okay, Baby weint, stopp, abort, abort. Okay, schmutzige Windel wechseln. Dann können wir das Kind mal füttern. Ja, das war nicht. Ich glaube das nicht. Älter werden, das machen wir alles nicht. Dann liebkosen wir das arme kleine Baby dann mal. Wir wollen ja, dass es unserem Baby gut geht. Wir werden langsam müde, das ist auch in Ordnung. Dann reden wir mit unserem Baby einfach mal und ich würde sagen, danach können wir ein bisschen schlafen gehen. Im Großen und Ganzen war das ein sehr erfolgreicher Tag. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir auf 2 Dates gehen. Und ich finde, diese Dates könnten wir halt nutzen, um die nächsten Baby-Daddies kennenzulernen. Weil wir haben jetzt einen von 100 Kindern und von 7 potenziellen Kindern, die wir in dem Haushalt haben können. Wobei das platzmäßig vielleicht ein bisschen eng wird. Kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht machen wir nur irgendwie 2, 3 Kinder auf einmal. Oder wir quetschen hier einfach noch mehr Betten rein. Ich weiß es nicht. Müsste man halt mal schauen. Okay, Baby ist zufrieden. Baby schläft jetzt auch. Du bist der, den wir schon kennen, ne? Ja. Der ist leider ein bisschen verheiratet. Ist halt die Frage, können wir mit verheirateten Sims immer noch Kinder bekommen? Wir gehen gleich mal Äpfel ernten. Wir dürfen das Grundstück übrigens ohne unser Baby verlassen. Das ist alles soweit okay.
Baby ist gerade glücklich, wird uns ja durch die Farbe angezeigt und dann Morgenübelkeit. Ja, wenn das dein einziges Problem ist, dann ist das okay. Ziemlich lecker, ihr habt das Essen geschmeckt, das freut mich. Ja, wir gehen erstmal, ich hoffe mal, das ist ein Gemeindegrundstück. Wo ist denn das? Jetzt habe ich es verloren. Hier. Apfelbaumqualität normal. Chrysanthene. Kartoffelpflanze. Kartoffeln können wir ernten. Erdbeerstrauch. Erdbeeren dürfen wir nicht essen, deswegen lasse ich die einfach mal da. Was bist du? Löwenmäulchen. Ich glaube, das ist ein Park, oder? Also auch egal. Da beschwert sich jetzt schon keiner, ne? Wir können ja mal ein bisschen Zeugs ernten gehen. Und dann können wir ja mal gucken, können wir mal. Schauen wir mal. Er ist ein Teenager und arbeitet als Barista. Geoffrey war verheiratet. Beziehung ein Liebespärchen. Okay, wir haben die Gartenfähigkeit erhalten. Scott. Travis Scott. Wir versuchen mal, ob er mit uns vielleicht plaudern möchte. Obwohl, ganz ehrlich, lade ihn halt gleich ein. Ist okay, einfach einladen. Du darfst übrigens wieder nach Hause kommen, by the way. Unser Baby schläft. Oh, Travis wird gleich da sein. Oh, da ist er sogar schon. Er ist sogar vor uns zu Hause. Ich sehe uns gerade überhaupt gar nicht. Okay, er ist schon da. Er ist sogar schon drin. Wo sind wir? Oh, sie geht natürlich ganz gemütlich nach Hause. Gut, lass dir Zeit, Madame. Das wäre vielleicht doch mal eine Gelegenheit. Unser Baby weint. Es muss Hunger sein. Ich habe keine Ahnung, was es sonst sein könnte. Winde ist gut soweit. Mach mal hin jetzt. Gott, du bist so unglaublich langsam, Frau. Weißt du, dein Gast ist hier und dein Baby weint da die ganze Zeit alleine und du bist hier so... Da bist du ja. Gut. Why not? über Veränderung Nachbar tratschen. Komm, wir machen mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Vielleicht kann sie das sogar beim Füttern machen, wer weiß. Was war... Okay. Okay, Baby, geht's gut? Mach das Kompliment jetzt. Gorba. Mabsi. Kanathoi Narbol. Nilshaba. Bobsini, Nibora. Shazel. Lunisi Sloom. Kadisarba. Einladen zu. Base. Una Turb. Wie macht man ein Date? Wabarani Charib. Zabris Kithara. Komm, wir teilen mal die großen. Ganabenu. Und dann machen wir ein Kompliment über das Outfit. Ich bin mir sicher, dass das auch gut ist. Oh, jetzt. PC gedrückt versehen, das? Wow. Graffin, new play. Gorba. Ja, Bo. Parsagaprabe. Freunde. Mach Karriere, er ist ein Geek, okay. Freundlich. Mach Lieblingsauto fragen. Oh, wir haben ihn vom Stuhl gekickt. Egal. Oh, er arbeitet. Rainy Day Entertainment. Für die Qualitätssicherung. Ach komm, wir reden einfach mal über Kochen. Warum nicht? Er ist immer noch inspiriert. Unser Baby stinkt. Das müssen wir mal ein bisschen dazwischen schieben.
Dann verschönern wir den Tag irgendwie. Du hast das jetzt nicht vor deinem... Schieb das nicht vor dein Baby. Geh dein Baby jetzt säubern. Ja, es steht im Weg. Geh mal weg da jetzt. Was macht er denn jetzt? Das ist super nett von dir. Geh jetzt aus dem Weg, Mann. Weißt du, unser Baby stinkt da vor sich hin und er nur so, oh, putzi, putzi, puh. Ich meine, ich kann das ja verstehen, ne? Das ist ein echt süßes Baby und so. Aber das kannst du doch nicht machen, während wir hier, ne? Das ist, da muss man ja auch mal so ein bisschen, wie sieht denn die Leiste aus? Ist noch nicht so gut. Komm, wir machen mal ein Kompliment über Aussehen.